BRD. Lustspieltraum zur Twilight-Stunde. Erstens, Kaiser Barbarossa. Den Bescheid, dass Deutschland ab jetzt erwache, stellte man ihm zu, dem Kaiser Barbarossa. Der alte Mann sah nickend in der Höhle zu Kyffhausen das Bündel der Papiere an. Er strich mit lila Nägeln über sein rosa Kleid, sprach zu sich selbst: Ist es wieder mal so weit? Mädels, rief er der Höhlentiefe zu, schmiert Pferd und Speer, dass es nur so triefe. Doch die Kumpel und Tanten in des Berges Kaserne konnten es nicht hören, hörten sie es auch noch so gerne. Es stampften die Bässe, es dröhnten die Sterne. Sie tanzten mit den Rossen, sie drehten die Spieße hin und her. Im Diskolicht der Höhle hatten sich Tag und Nacht längst umgekehrt. Ein geflechter Adjutant hätte in voller Ekstase den Kaiser beinahe umgetanzt. Der Kaiser zeigte den Bescheid. Aus dem Rausch erwacht, schlugen die Hacken so laut, wie sonst nur die Lawine kracht. Erlauchter Kaiser, erwachen zum Tanze, so wird es gemacht. Das Heer, es tanzte sich in Rage. Unter den tropfenden Steinen der Kyffhäuserhöhle dänzte einer wie kein zweiter. Es war Barbarossa, die einst als Kaiser Barbarossa benannt.